Wir haben in letzter Zeit viel über das passende Depot für dich berichtet, sei es im Bereich des günstigsten oder wo man am besten handeln kann oder die meisten Handelsplätze zur Verfügung hat. Und heute wollen wir den Spieß mal umdrehen und uns vielleicht mal eines der schrecklichsten Depots am deutschen Markt anschauen, damit ihr vielleicht dieses Depot nicht nehmt oder ihm dann doch, wenn ihr es habt, den Rücken kehrt. Und welches Depot ich konkret meine? Ich meine das Depot der Deutschen Vermögensberatung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank. Denn ja, diese haben ein Wertpapierdepot, was sie im Rahmen ihrer Beratung gerne an die Kunden vermitteln. Und ich hatte vor kurzem den Hinweis von einem Ex-DVAG-Kunden bekommen, dass dieses Depot ich mir nochmal näher ansehen soll, weil es doch ganz schön teuer sei. Und ich habe mich schon darauf eingestellt, dass es teuer wird, aber so teuer, wie ich es dann gesehen habe im Preis-Leistungs-Verzeichnis, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und da gehen wir jetzt auch mal drauf. Wir nehmen euch hier mal mit auf den Bildschirm. Ich habe mir natürlich das aktuelle Preis-Leistungs-Verzeichnis gezogen, hier von dieser Seite, der DVAG. Das könnt ihr euch selber nochmal anschauen. Hier ist der Link dort oben. Ihr dürftet den jetzt bei euch auf dem Bildschirm sehen. Und daraus ergibt sich das Preis-Leistungs-Verzeichnis. Und hier sehen wir auch nochmal, dass es sozusagen eine Sondervereinbarung ist, weil die DVAG natürlich mit Sonderprodukten arbeitet, mit ihren Produktpartnern. DVAG selber gehört zum oder beziehungsweise ist ein Vertriebsorgan des Generali Versicherungskonzernes und sie vermitteln unter anderem als Versicherung die Generali Produkte, dann natürlich noch Deutsche Bank Produkte, wie wir das gesagt haben, auch Produkte der DWS. Die DWS ist wiederum eine Tochter der Deutschen Bank und auch gehört dazu auch noch die sogenannte Advokat. Die Advokat, das ist ein Rechtsschutzversicherung und Tochter der Generali. Und dann noch die Badenia Bausparkasse ist auch eine Tochter der Generali. So viel auch mal zur Frage der Unabhängigkeit, weil es wohl gerne mal wird da draußen gesagt oder von, zumindest habe ich es schon von den ein oder anderen Vermögensberater gehört, der DVAG, dass sie sagten, sie seien unabhängig. Ich sage mal, alles aus einem Konzern zu vermitteln, macht es jetzt nicht gerade sehr unabhängig. Okay, gut, Deutsche Bank, ne? Wie dem auch sei, die hat sich jetzt aber auch die letzten Jahre nicht gerade sehr mit Ruhm bekleckert, was ihr Image und ihre Produkte betrifft. Okay, gehen wir aber mal zurück zu diesen Konditionen. Und neben natürlich dem Inhaltsverzeichnis ist gleich mit einer auf der ersten Seite die Kondition für das jeweilige Depot. Und ich mache das nochmal kurz größer für euch, damit ihr es auch besser seht am Bildschirm. Und einer geht noch. Komm, gib mir 200, perfekt. Und hier sehen wir einmal erstmal den regulären monatlichen Depotpreis von 2,99. Also insgesamt 35,88 € im Jahr. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, hey, das ist ja genauso teuer wie der Scalable Prime Broker. Ja, der Unterschied ist, bei Scalable hast du die Wahl, ob du den Free oder den Prime Broker nimmst. Hier hast du sozusagen bei diesem Depot, so wie es aussieht, gar nicht erst die Wahl. Das ist der entscheidende Unterschied an dieser Stelle. Und deshalb kann man sagen, auch im Vergleich zum Beispiel, was wäre da der objektivere Vergleich? Ein ING-Depot oder ein Consorsbank-Depot an der Stelle, dort ist die Depotführung insgesamt kostenfrei und deshalb ist das natürlich dann schon im Verhältnis ziemlich teurer. Aber und das ist jetzt spannend, unter diesem Unterpunkt An- und Verkauf von Wertpapieren. Und ich habe es erst so ganz nicht geglaubt. Ich habe mir dann aber die Mühe gemacht, alles durchzulegen. Und ja, es ist wahr. Der Mindestpreis pro Order an einem Wertpapier ist 20 €. Also wenn du das Ganze online tätigst, gehe davon aus, dass die meisten Leute das natürlich heutzutage online tätigen werden, ja, dass keiner sich mehr irgendwo an Schalter stellt oder zum DVAG-Berater geht und das beantragt. Und es bezieht sich im Speziellen auf das Thema Aktienzertifikate, Optionsscheine und Investmentanteile börsengehandelt, sowie Wandelanleihen und Optionsanleihen, sowie auch Genussscheine. So. Und zu diesen 20 € kommen noch 1% des jeweiligen Kurswertes. Bedeutet, um das zum Beispiel mal am Beispiel der Amazon-Aktie zu machen. Gehen wir mal auf die Amazon-Aktie. Hier für euch als Beispiel. Sie ist im heutigen Kurswert, wo wir das Video drehen, am Handelsplatz der TradeGate. Oder wir hätten auch Cetra nehmen können, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wir nehmen hier einfach mal TradeGate. Perfekt. Da sieht das nochmal 2.884 €. Würde bedeuten, wir zahlen diese 28 € und für den Kauf jetzt einer Aktie 1%, würden wir dann dementsprechend noch 28,84 € on the top drauflegen. Das heißt, für den Kauf einer Aktie hätten wir rein theoretisch jetzt hier 49,85 € bezahlt. Insgesamt. Hat mich etwas schockiert dastehen lassen. Natürlich, klar, könnte man jetzt auch kleinere Aktien wählen. Aber dieser Mindestpreis von
den besagten 20 Euro, der knallt schon ganz schön rein in diesen Depot. Und das Spannende ist jetzt, okay, ich habe hier noch nicht die Begrifflichkeit der Fonds und ETFs gefunden. Und jetzt wird es etwas skurril und meiner Meinung nach sehr intransparent. Gehen wir mal kurz drauf ein. Und zwar finden wir das etwas weiter drüber unter dem Unterpunkt An- und Verkauf von Wertpapieren. Und jetzt steht hier ein Hinweis zu sogenannten Festpreisgeschäften. Und hier steht konkret drin, bei Festpreisgeschäften stellt die Bank dem Kunden einen Festpreis in Rechnung, ohne weitere Provision in Rechnung zu stellen. Zum Beispiel nicht börslich gehandelte wertpapiermäßige verbriefte Anteile an Publikumsfonds. Und Ähnlichen könnt ihr euch dann auch nochmal durchlesen. Okay, hier war die erste Mal die Begrifflichkeit von den Fonds, weil so wie ich das aus meinen Beratungen von Kunden, die von der DVAG zu mir gekommen sind, mitbekommen habe über die Jahre, wird häufig natürlich von der DWS, zum Beispiel der Vermögensbildungsfonds, ins eigene Depot, dieses Deutsche Bank Depot, mit der DVAG reingelegt. So. Aber das Preis-Leistungs-Verzeichnis hier selber bezieht sich jetzt noch nicht auf die Order von Fonds. Das heißt, es könnte unter Umständen kostenlos sein oder kostenfrei und nicht. Deshalb hatte ich mir mal die Mühe gemacht und dann natürlich hier den Begriff Fonds etwas genauer zu recherchieren, aber bin dann natürlich auch schnell auf ein Problem gestoßen. Es gibt keine weitere preisliche Bezugnahme zu Fonds. Dann dachte ich mir, okay, könnte man das Ganze ein wenig eingrenzen und gehen wir auf moderneres Mittel wie die ETFs. Und habe diesen Begriff natürlich auch im Preis-Leistungs-Verzeichnis reingegeben. Und da wurde es dann noch skurriler. ETFs werden zwar erwähnt, wie zum Beispiel ihr das hier seht, im Rahmen der Risikoallokation, wie die Deutsche Bank sozusagen das Risiko von ETFs in diesen Risikoklassen darstellt. Aber wenn man dann weiter sucht, diese ganzen möglichen ETF-Begriffe, hier stehen noch, also noch Erklärungen, was sind eigentlich ETFs und so weiter und so fort, wie nehmen sie den Bezug zu den Risikoklassen etc. pp., könnt ihr euch selber alles mal durchlesen, gibt es keine weitere preisliche Zuordnung für ETFs oder Fonds. Und das lässt mich jetzt etwas stutzig werden, weil wenn man dann noch mal ein klein wenig mehr gräbt, wird sozusagen hier noch mal auf der Hauptseite von der Deutschen Vermögensberatung in Kombi der Deutschen Bank darauf hingewiesen, dass man ja Sparpläne ab 25 Euro monatlich machen kann. Worauf sich jetzt die Sparpläne beziehen, ist nicht ganz ersichtlich. Das könnten Fonds, das könnten ETFs, das könnten Aktien sein. Aber das würde sich ja insgesamt ganz schön beißen mit den 20 Euro Mindesteinlage, also oder Mindestgebühr pro Transaktion, wenn man sich jetzt mal nur darauf bezieht, dass ja bei einem 25 Euro Sparplan 20 Euro weggehen und 5 Euro im Endeffekt im Fonds landen. So rein von der Überlegung. Ich gehe mal ganz stark aus, dass es nicht stimmt, aber ich glaube, hier wurde irgendwo im Preis-Leistungs-Verzeichnis irgendwas weggelassen oder nicht klar definiert, sodass man nicht nachvollziehen kann, okay, was zahlt man im Endeffekt. Unabhängig davon, wenn wir uns mal nur auf den reinen Aktienkauf beziehen, muss man sagen, ist das ganz schön teuer. Das teuerste, was ich mal bezahlt habe für einen Aktienkauf, das war auch an einer ausländischen Börse, wo ich direkt gekauft habe, war bei der Consorsbank gewesen, wo ich mal insgesamt mit allem zusammen, Provisionen, Handelsplatzgebühr etc. pp. 12,99 Euro geblecht habe. Da habe ich aber auch große Anteile an Aktien insgesamt gekauft. Hier ist es nun so, das wäre ja mit der Mindestkaufgebühr von 20 Euro weiter drüber, plus nochmal die 1% Transaktionsgebühr obendrauf auf das Volumen. Ja, puh. Das soweit als Kurzeinblick, als Kurzeinschätzung für dieses Depot. Und ich hoffe mal, so dieser andere Blick auf die, ich sage mal, dunkle Seite der Depots, hat euch bis dahin erstmal gefallen. Wenn ihr Depots kennt, die ich auch nochmal untersuchen sollte oder die vielleicht noch schlechtere Konditionen als das haben, oder falls ich hier natürlich an den Konditionen jetzt irgendwas nicht verstanden haben sollte, schreibt mir das bitte sehr, sehr gerne unten hier in die Kommentare. Ansonsten, meine Depot-Empfehlung kennt ihr ja aus den vorherigen Videos. Schaut da mal rein. Wir haben euch hier mal die letzte Depot-Analyse, den letzten Depot-Vergleich zusammengestellt. Und ansonsten danke ich euch bis dahin hier schon mal fürs Zuschauen und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Joschka Birkigt, unabhängiger Online-Finanzberater hier aus Leipzig.